Hallo Leute, willkommen zu einem neuen, zu einer neuen Folge Factorio oder Warptorio, genauer gesagt. Und wir sind hier wieder mal auf einem Planeten gestrandet, ohne Erz, ohne Aliens. Sprich, wir werden hier einfach mal forschen, was das Zeug hält. Wir sollten genügend Fläschchen haben und wenn nicht, können wir ja noch ein paar produzieren. Aber ich denke, wir haben hier zwei volle Holzkisten mit Material. Das sollte für die nächsten 50 Minuten ausreichen. Und wir werden sehen, was für Forschung wir da so durchmachen können. So, die Forschung für den West Harvester Floor ist durch. Das heißt, jetzt machen wir auch noch die Ostseite, so dass wir überall gleich große Plattformen haben. Und dann schauen wir, wo wir stehen. Nun ist auch die zweite Seite fertig und das, was wir eigentlich dann wollen als nächstes, ist der Factory Floor, den vergrößern. Aber ich glaube, bis wir da ans Ziel kommen, brauchen wir zwei Stufen. Das sind 220 plus hier dann nochmals 250, und so viel blaue Fläschchen haben wir nicht, zumal wir dann auch hier noch die Forschung brauchen. Drum denke ich, wir machen einfach mal weiter hier mit Rot und Grün. Da haben wir noch einiges offen und warten einfach mal, bis wir mehr blaue Fläschchen an Lager haben. Denn wenn wir hier, wenn ich die Fläche anschaue, da bringen wir die Fabrik gerade mal hin. Und die Fläche hier unten ist noch kleiner. Ich gehe davon aus, einmal vergrößern bringt uns auf diese Größe. Aber wenn wir quasi die ganze Fabrik, die wir hier stehen haben, in diesen oberen Quadrant rein pferchen wollen, dann brauchen wir wahrscheinlich noch zwei Stufen Vergrößerung. Und dazu brauchen wir mehr blaue Fläschchen. Was wir jetzt aber hier unten sehen, ist hier links und rechts. Das sieht doch schon einigermaßen groß aus. Das können wir auf ein Erzfeld packen. Und da entsprechend vernünftig eine Abbaumaschine ranmachen. Wir brauchen hier etwas. Ich baue mal hier die Eisenschmelze und auf der anderen Seite dann die Kupferschmelze auf. Frage ist, nein, wir machen das anders. Wir machen das nämlich dann gleich mit den elektrischen. Das heißt, das ist dann wahrscheinlich noch was, was wir forschen müssen, bevor wir hier unten dann so richtig loslegen können. Und wichtig ist, wir packen das nicht ganz hier ran, denn wenn sich die Plattformen vergrößern, frisst das alles auf, was wir hier auf dieser Seite platziert haben.
und das möchte ich, wenn möglich, vermeiden. Mit dem Ausbau des zweiten Untergeschoss sind wir auch hier dann bei den blauen Flächen. Und ich denke, da wir ja künftig auf dem nächsten Planeten wahrscheinlich wieder auf Aliens treffen, können wir vielleicht auch hier mal Projektilschaden forschen. Allerdings wird das dann wahrscheinlich unsere ganzen oder fast all unsere ganze Militärforschung auffressen. Aber es sind ja sowieso nur noch 4 Minuten hier auf diesem ruhigen Planeten. Und auf dem nächsten haben wir dann hoffentlich wieder alle Ressourcen und leider auch Aliens zur Verfügung. Und es ist ein Wüstenplanet. Naja, zumindest haben wir hier wieder Erze. Und mit den Aliens, da müssen wir einfach zur Rande kommen. Aber beginnen wir doch erstmal mit den Erzen. Wir brauchen ein bisschen Eisen. Wir brauchen etwas Kohle. Aha. Ja, hilft natürlich nicht, wenn ich hier die ganze Kohle und Eisen Kohle und Holz verfeuere, denn da wird mir nicht mehr viel übrig bleiben. Ich denke, 3 reichen hier. Aber auch hier brauchen wir einen Turm. Und dann brauchen wir etwas Kohle, um dem Ganzen einen Anstoß zu geben. Vielleicht nehmen wir einfach mal Kohle da aus einer Kiste raus. Und da können wir dann ja wieder nachlegen. Sobald wir Kohle haben. Wie ihr sehen könnt, gab es hier, wo jetzt schon unsere Verschmutzung ist, doch einige Alien-Nester. Da alles Sand ist, verbreitet sich die Verschmutzung ziemlich schnell. Aber ich gehe mal rasch hier nach oben rechts, wo ein Ölfeld ist. Da ist noch ein Nest. Und dann denke ich, muss ich noch mal rumgehen und die paar Nester, die so direkt an der Grenze sind. So. Ein paar Rohre
wäre nicht schlecht. Und dann natürlich Strom. Und ein Turm. Ja. Aber ja, keine Munition mehr. Sehr gut. Wenn wir hier sehen, da kommen wir bald ran. Und da kommen wir bald ran. Und möglicherweise ist da unten auch noch einiges, das bald im Argen sein könnte. Wir klären das mal. Okay, da war ich etwas nachlässig. Hab nicht sichergestellt, dass wir auch genügend Munition im Turm drin haben. Und wir sind nun schon die ganze Zeit auf diesem Planeten, die ja den Projektilschaden am Forschen. Der ist ziemlich langsam, denn ein Forschungsschritt braucht 60 Sekunden. Aber nun ist er fertig und wir können unsere Aufmerksamkeit anderen Forschungen widmen, die vielleicht nicht ganz so lange dauern. Und wir müssen ja eh bald mal unsere Zelte abbrechen. Beziehungsweise kann hier schon mal die Erzförderer abbrechen, in der Hoffnung, dass dann das restliche Erz noch geschmolzen werden kann und mit der ganzen Kohle, die wir hier noch haben, ja, da ist ein großes Leichenfeld an Aliens. Mit den ganzen Kohle kann ich hier, denke ich, auch wieder auffüllen. Ah, der war etwas lädiert. Reparieren wir den doch. Gut. Alles aufgefüllt. Da ist noch was. Wir hier durch. Und mit der Kohle sind wir eigentlich nun auch aufgefüllt. Muss vielleicht noch bei beim Strom etwas nachlegen. Ist zwar noch ziemlich gut gefüllt. Und dann schauen wir hier. Da ist voll. Da ist fast voll. Und hier füllen wir auf. Da etwas rein. Und der Rest kommt hier rein. Gut, der Stein ist nun auch durch. Und das ist unsere Minutenwarnung. Mal schauen. Hier. Dass wir auch genügend Munition anlegen haben.
Da drüben habe ich Wasser angeschlossen. Ja. Und dann schauen wir, wie wir auf dem nächsten Planeten weitermachen. Ich hoffe, es erwartet uns was Gutes. Dunkelheit und Gefahr. Nun, zumindest ist es ein grüner Planet. Sprich, wir haben hier nicht so eine rasche Ausbreitung der Verschmutzung, was jedoch nicht heißt, dass wir dann hier auch wirklich die volle Zeit bleiben, denn da links, da sehe ich schon mal das erste Alien-Nest. Mit dem wir uns gleich mal beschäftigen werden. Zumindest kommen wir von dieser Seite gut ran, ohne dass uns Würmer im Weg stehen. Aber dann gilt es natürlich, die Runde zu machen und zu sehen, was da sonst noch in der Gegend rumhängt. Zumindest eine Forschung konnten wir hier abschließen. Das gibt uns ein Beacon im ersten Untergeschoss. Was heißt, wir sollten vielleicht auch hier dann die entsprechenden Module dafür forschen. Und das sieht so aus. Und hier können wir ein Modul reinpacken und da gibt es Erweiterungsforschungen, welche mehr Slots eröffnet. Aber ja, eins nach dem anderen. Das erste Tempomodul ist fertig, dann machen wir auch noch Produktivität. Unglücklicherweise brauchen die Tempo oder die Module einiges an Schallkreisen, grün und rot, und von den roten haben wir nicht so viel und von den grünen legen wir auch nichts auf die Seite. Ich denke, sobald wir dann da so mal richtig im ersten UG einziehen, werden wir auch eine ordentliche Produktion aufziehen müssen, denn wir brauchen das ja für die Forschung. Ja, es sieht so aus, als würden die Aliens langsam so bis an uns rankommen, das heißt, es wird an der Zeit, die Zelte einzupacken, oder besser gesagt, die Miner, und auf den nächsten Planeten zu ziehen, in der Hoffnung, dass wir da eine bessere Situation oder eine günstigere Situation vorfinden. Äh,
welche es uns erlaubt, zu forschen und Mineralstoffe abzubauen. Denn wenn wir jetzt hier schauen, da kommen sie in Massen. Hier oben sind quasi vier Nester im Bereich. Da unten ist eins. Da drüben könnten weitere sein. Ich weiß es nicht. Langsam wird es ungemütlich. So, das waren alle Miner. Packen wir Kupfer hier rein. Das Eisenerz da rein. Die Eisenplatten da rein. Und da reparieren wir. Und auch hier. Und wo haben wir... Okay, dann machen wir auch das dritte Modul noch. Wir haben gar kein Wasser angeschlossen. Das heißt, wir sind die ganze Zeit einfach hier vom Tank weggelaufen. Was bedeutet, uns geht der Strom sowieso bald aus. Also, wir werden auf dem nächsten Planeten erstmal Wassertanks füllen. Und das sieht doch ziemlich sandig aus. Okay, das ist erledigt. Was erwartet uns sonst hier? Nichts Außergewöhnliches wahrscheinlich. Außer, dass sich die Verschmutzung hier auf dem Sand natürlich ungünstig schnell ausbreitet. Zumindest Kohle, Eisen und Kupfer sind hier nahe beieinander. Was ist uns erlaubt? Hier rasch mal hinzustellen. Und dann vielleicht nur mit einem einzigen Turm zu verteidigen. Und dann geht's natürlich wieder darum, eine Runde zu drehen, um da präventiv mal dem ersten Gegenschlag entgegenzuwirken. Bisher scheint das Ganze ziemlich gut zu sein, denn alles, was ich gefunden habe, waren Nester mit einer Behausung. Keine furchtbar großen Alien-Populationen. Zumindest hier in der näheren Umgebung. Ich glaube, es ist nun an der Zeit, hier etwas in die blaue Forschung reinzugehen, weil die fortgeschrittene Metallverarbeitung, die brauchen wir für die Öfen brauchen wir für den Harvester Floor und wie ihr sehen könnt, brauchen wir den auch für den Factory Floor Nummer 5.
Und vielleicht sollte ich dann natürlich die Forschung auch starten, nicht nur auswählen. Und was wir auch sehen, habe ich hier bereits die ersten Module gebaut und eingefügt. Hier in der Fläschchenproduktion, da können wir die Produktivität einfügen. Reduziert natürlich die Geschwindigkeit, aber die Geschwindigkeit ist hauptsächlich limitiert durch das, was wir hier rausbekommen. Und hier haben wir quasi 50-50 Produktivität und Geschwindigkeit, was in einer 4% erhöhten Produktivität resultiert und in einer 15% erhöhten Geschwindigkeit. Die fortgeschrittenen Öfen sind nun fertig geworden, aber es sieht nicht so aus, als ob wir die auch gleich schon einsetzen können, denn die brauchen ja Elektrizität. Und mit den vier Öfen, die wir hier auf der Plattform drauf haben, denke ich nicht, dass wir durchkommen. Wir werden dafür diese Forschung brauchen, sprich, wir müssen das zuerst noch machen. Denn wenn wir hier schauen, wir haben vier Heizkessel und das reicht nicht allzu weit. Und unsere Zeit hier ist auch bald abgelaufen. Darum denke ich, nehme ich mal die Miner zusammen. Und wie ihr seht, kommen hier auf dieser Seite einige Aliens. Allerdings sehe ich nicht, von wo sie kommen. Aber das soll uns nicht weiter kümmern, denn wir haben unser Ziel, oder zumindest soweit wir hier auf diesem Planeten kommen können, erreicht. Und wir werden nun auch hier wieder unsere Wasserleitung, die wir dieses Mal ja nicht vergessen haben, einpacken und auf einen guten nächsten Planeten hoffen. Aber das wird definitiv für die nächste Folge warten müssen. Also bis dann und tschüss!